Großbritannien will aus der Europäischen Union raus und nimmt nun trotzdem Ende Mai an der Wahl zum Europaparlament teil. Das schafft Probleme, auch für die EU. Eigentlich sollte Großbritannien schon längst aus der EU ausgetreten sein. Premierministerin Theresa May wollte den Brexit-Deal noch vor der Europawahl durchs Parlament bringen und eine Teilnahme an dem Urnengang vermeiden. Damit ist sie gescheitert. Neuer Austrittstermin soll jetzt der 31. Oktober sein. Der verzögerte Brexit verhindert die geplante Verkleinerung des EU-Parlaments. Eigentlich sollten künftig nur noch 705 Volksvertreter aus den verbliebenen 27 EU-Staaten tagen, statt der bislang 751. Nun behält Großbritannien vorerst seine Sitze. 27 der 73 britischen Sitze sind bereits auf andere EU-Staaten verteilt worden. Diese Länder hätten nach der Europawahl eigentlich mehr Sitze im Parlament. Nun werden diese Abgeordneten in den betroffenen Ländern zwar gewählt, sie können ihr Mandat bis zum Austritt der Briten aber erstmal nicht antreten. Mehr Abgeordnete kosten auch mehr. Bleiben die Briten, zahlen sie aber auch weiter in den EU-Haushalt ein und tragen die Kosten de facto selbst. Im Juli wird der neue EU-Kommissionspräsident gewählt. Er braucht die Stimmen der Mehrheit der Parlamentsmitglieder. Stellen die Briten Abgeordnete, hätten sie beträchtlichen Einfluss auf die Besetzung des mächtigen Postens, obwohl sie der EU wahrscheinlich bald den Rücken kehren. Bei der Europawahl dürfte sich die Zahl der europaskeptischen Abgeordneten laut Umfragen generell erhöhen. Mit britischen Vertretern dürfte deren Zahl im Parlament noch weiter steigen.